Er wird also noch empfangen, der russische Präsident, trotz des Ukraine-Krieges, im Iran zumindest, in der Türkei auch. Marie Pschibilla bei mir. Und da stellt sich natürlich die große Frage, wir haben ja das sechste, glaube ich, Paket, das auf den Weg gebracht wurde, Sanktionspaket. Der Präsident ja selbst sagt, also das trifft uns schon, aber wie hart trifft es denn Russland tatsächlich? Du hast mal ein bisschen reingeschaut. Ja, ich habe ein paar einzelne Zahlen im Gepäck, denn es ist schon so, natürlich, diese Sanktionen, die wirken jetzt nicht von heute auf morgen, aber dieser Effekt, und der verstärkt sich schon über die Zeit. Wir gucken mal auf die einzelnen Punkte, die ja wichtig sind, also kleines Pro-Seminar Wirtschaft jetzt für Sie. Tatsächlich ist es so, dass der Rubel, über den kann man ja sprechen, der ist stabil. Da hat man sich immer erst gewundert, denn direkt nach dem Krieg in der Ukraine ist der massiv abgestürzt, vor allem eben nachdem die Sanktionen letztendlich das Vermögen der Zentralbank der russischen eingefroren haben. Aber man muss eben sagen, da hat die Regierung, da hat der Kreml sehr schnell reagiert. Die haben den Leitzins angehoben auf 20%. Devisen müssen zwangsverkauft werden. Die haben letztendlich also alles liquide Vermögen in Russland, haben die eingefroren. Das ist natürlich gut, hält den Rubel stabil, sorgt aber eben auch dafür, dass die Menschen zwar das Geld auf der Bank lassen, aber eben das auch da lassen. Das heißt, die Kauflaune entsprechend sinkt natürlich auch, und auch für die Wirtschaft langfristig dürfte das auch noch schwere Folgen haben. Wir sehen es auch hier, die Inflation in Deutschland, sprechen wir auch immer darüber, über 7% haben wir hierzulande. In Russland ist das aktuell letzten Monat bei 15,9 gewesen, also auch das ein Problem. Und wir sehen auch Lohnrückgänge. 8 bis 25%, das ist je nach russischer Branche etwas unterschiedlich, je nachdem, wie stark man davon betroffen ist. Aber auch das ist die Vorgabe vom Staat. Kurzarbeit ist teilweise angesagt, Betriebsschließungen, das müssen die Unternehmen dann selber stemmen. So versucht man noch, die Arbeitslosigkeit, die natürlich gestiegen ist in den letzten Monaten, zu verschleiern. Es gibt auch schon Firmen, die geben Datschengrundstücke an ihre Beschäftigten, wenn sie die also zur Verfügung haben, um eben sicher zu sein, dass bei der weiteren Krise die Leute wenigstens sich mit Nahrungsmitteln selber versorgen können. Ich habe mal den Automobilsektor hier als Beispiel mitgebracht. Die Produktion ist da eingebrochen um 97%. Wir sehen das in ganz vielen Branchen, Holzbranche minus 80%. Aeroflot zum Beispiel, die müssen jetzt schon alte Flugzeuge auch selber ausschlachten, weil sie überhaupt nicht mehr an Ersatzteile kommen. Das sehen wir nämlich auch. Die Einfuhren sind um minus 60% eingebrochen. Und das hemmt die russische Wirtschaft, vor allem die Industrie, natürlich auch massiv. Und insofern ist die Prognose für die Wirtschaft für dieses Jahr auch alles andere als rosig. Nach Corona war man eigentlich wieder gut gestartet, aber nun rechnen Experten damit, dass das einbricht um minus 10 bis vielleicht sogar minus 15%. Also wenn man das alles zusammennimmt und vor allem jetzt auch mit der Äußerung von Wladimir Putin kombiniert, der jetzt auch erstmals von wirklich kolossalen Problemen steht an mehreren Stellen, da muss man schon sagen, ich glaube, es wirkt. Klar ist Russland nicht international komplett isoliert, aber die merken schon, dass da an einigen Stellen der Hahn zugedreht ist. Marie, recht vielen Dank für diesen Überblick. Dankeschön. Gerne.